Oh, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Defender 2. Beim letzten Mal haben wir eine Schlacht gehabt. Wahnsinn. 900 irgendwas. Ich würde vermuten, dass wir die wahrscheinlich am besten in unsere Flammenmauer machen. Alles verbessert? Klar. Huntress. Einfacher Shot mit deutlich mehr Schaden. Yep, nehme ich. Kann ich nicht einsetzen. Das war die alte Waffe. Nein. 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 Ich brauche auch kein... Ich will wirklich Ranger-Sachen haben. Okay. Medaillen 800, 900. Okay, wir haben einen 900 Medaillen. Was haben wir hier? Flamethrower interessieren mich persönlich nicht mehr. Flamethrower sind zu schwach. Ich glaube, ich habe wirklich nur Skyguards. 600, 800, 800, 900. Ich werde jetzt die Skyguards auch upgraden. Crit Damage? Ich habe noch nicht Crits. Ansonsten wäre das wahrscheinlich keine schlechte Sache. Keine Totems. Keine Totems ist natürlich ungünstig. Okay, wir haben ein bisschen Pet Food bekommen und Vial of Dragon Sweat. Fountain of Speed. Ich brauche nicht zwei Fountain of Speed. Swift Provocation. Ich brauche auch keine zwei Swift Provocation. Speed Boost. Da lasse ich mich drauf ein. Aber das andere Zeug braucht doch... Ich brauche... Wozu? Okay. Flame Aura bekommt diesen Chart. Ich will nicht... ich habe nur 15.000. Okay. Gold wird auch irgendwann besser. Jetzt haben wir halt wieder nur noch einzelne Projektile, aber die machen halt richtig schön Damage. Gut. Mal schauen, ob wir die Mission etwas angenehmer hinter uns bringen können als die letzte. Ich glaube hier, das passt, wenn ich den nur an dieser Stelle defende. Wobei, ich kann ja natürlich auch einfach einen hier und einen hier machen, dann habe ich die auch gut und dann komme ich mit weniger vielen Augen zurecht. Hier werde ich wahrscheinlich da meine Barrikade aufstellen. Wo ist hier gut Platz? Für eine einzelne wäre hier hinten Platz. Okay, und dann haben wir noch hier hinten Pass auch nicht berücksichtigt. Frag mich nicht, warum manche der Sachen so ein dunkles Ding haben, manche nicht. Okay, die wandern direkt durch. Was kommt denn da an? Skelette. Skelette lieben es, sich durch so Dinger durchzuzwängen. Das dürfte okay sein. Hier ist es wichtig, hier muss man aufpassen, das habe ich nicht beim letzten Mal verpeilt. Da ist ein Soulstone. Und wenn da ein Soulstone ist, bedeutet das, dass es eine zweite Sache öffnet. Ups, hier ist Gift. Was haben wir denn hier? Mausoleum, da kommen reguläre Gegner an. Cemetery kommen die Arten von Gegnern an. Das heißt, das ist der einzige, wo ich keine große Achtung auf irgendwelche Sachen geben muss. Gut zu wissen. Habe ich irgendwo fliegende Gegner? Im Moment nicht. Wahrscheinlich werde ich genügend Mana haben für die Türme, die ich brauche. Okay. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Taschenrechner. Ich könnte die Computerfunktion nehmen, aber ich brauche einen Taschenrechner. Ich habe 1040 durch 30 ist 34,6. Durch 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist insgesamt 5,7. Das heißt, ich kann 5 Auras an jeder Stelle platzieren. Das dürfte, denke ich, nicht zu schlecht sein. 1, 2, 3, 4, 5. Damit dürfte das gut gedeckt sein. Dann auf der anderen Seite. 1, 2, 3,
4, 5. Natürlich hier drüben auch nochmal das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier natürlich auch. Das ist ein Doppelter. Das habe ich natürlich nicht eingerechnet. 1, 2, 3, 4, 5. Da kann ich die zusätzlichen Punkte einsetzen, das ist okay. 1, 2, 3, 4. Hier kriege ich nur 4 unter, das ist okay, dann habe ich sogar noch eins mehr. Wichtig ist, darauf achten, dass die keine Überschneidung mit diesen Defense-Feldern haben, sonst verschwendet man unglaubliche Mengen an Energie. 1, 2, und das ist im Moment noch ein etwas größeres Problem. 3, 4, 5. Sehr schön, das dürfte funktionieren. Okay, jetzt habe ich noch ein bisschen übrig. Wo waren die Doppelten? Da drüben. Dann kann ich auf jede Seite nochmal eins stecken. 1, 2, okay. Fliegende habe ich noch nicht. Wenn ich jetzt nichts mehr mache, habe ich noch wie viel? 150? Nein, 100? 110 übrig. 110 ist zu wenig. Wenn ich müsste zwei wegbauen, dann könnte ich... Okay, ich nehme die beiden wieder raus. Jetzt habe ich noch 20 übrig. Ja. Habe ich irgendwas, was ich da in den Slot reintun kann? Wahrscheinlich auch nicht mehr hier. Du darfst den hier mal in deiner Lightning Strike Aura verpacken. Die hat wahrscheinlich jetzt auch wieder wahnsinnig wenig HP oder was weiß ich. Gut. Okay, wir haben noch 150 Mana. Das ist genau genug für die Sachen. Das ist okay. Ich würde wahrscheinlich sagen, die heben wir uns auf für den Fall, dass wir Flieger bekommen. Und setzen stattdessen auf ein paar Feueraura-Sachen. Wahrscheinlich hier im Cemetery, oder? Einfach die ersten beiden oder die beiden Blockaden oder was. Und das hier. Gut. Go. F3 bitte. Puh, ich habe Schaden genommen. Na, ich habe wahrscheinlich irgendwas geupgradet. Die Seite hier dürfte gar keine Probleme darstellen. Wobei ich nicht weiß, ob Skelette sich multiplizieren. Yep, wenn man sich anschaut, wie schön effizient das ist, wie wenig die Gegner da tatsächlich ankommen. Ist ein bisschen doof, dass ich fast nicht genügend Reichweite habe. Ich bin fast zu knapp dran. Und hier sogar bin ich zu knapp dran. Das ist... Das ist wieder richtig schön ärgerlich. Natürlich. Ist ja nicht so, als könnte ich da nichts gegen machen. Der Nachteil ist, ich habe zu wenig Damage auf dieser Falle. Aber das ist so grob diese Idee. Ja, natürlich. Sind die auch ein kleines bisschen zu klein. Ich freue mich wirklich, sobald wir irgendwann Tier 3 Shards haben. Da gibt es wirklich einen, der erhöht die Reichweite von Sachen. Und das ist der beste Shard in dem gesamten Spiel, soweit ich das weiß. Batsch. Poisonous Spiders, das darf mal abgegradet werden. Ja, es geht ja hauptsächlich darum, dass die Gegner da nicht die ganze Zeit drauf rumstehen. Okay, das hat die Lightning Strikes Aura hat jede Menge Schaden genommen. Und das ist natürlich auch nicht ideal. Das war auch nicht das, was ich upgraden wollte. Barrikade hier darf HP bekommen, danke. Barrikade da drüben. Okay, wir haben Flieger. Genau deshalb wollte ich ja meine Sachen zur Verfügung haben. Zwei in jede Richtung.
7, 7. Das dürfte die Sachen gut abdecken. Es kann sein, dass noch mehr kommen. Dann hätte ich Pech. Defense Limit reached. Ich habe mich, ich habe irgendwas Zusätzliches gebaut, oder? Ich trottel. Ich wollte nicht noch mehr bauen. Das war doof. Die Fallen, die ich gebaut habe, da drüben. Das hier als erstes muss weg. Die Lightning Strike brauche ich nicht. Und dann habe ich die hier gebaut, aber das ist okay. Und wahrscheinlich noch ein Feuerauge oder sowas. Dann habe ich für diese Seite hier, für die Exploder, nur eins. Da wäre natürlich die andere Möglichkeit, dass ich... Das ist die Frage, überlebt der Turm das, wenn ich den da hinstelle? Kein Grund, nicht richtig viele Punkte zu investieren. Das ist okay und die da drüben dürften... Haben die inzwischen was anderes? Ne, die haben immer noch nur reguläre Skelette. Dann brauche ich da auch nicht investieren. Den hier. Gut. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil die nach wie vor... Ah, das hätte ich vielleicht upgraden sollen. Halt. Verkehrter Held. Und natürlich stehen jetzt noch mehr Gegner auf dem Zeugs. Ah, der hat aber eine winzig kleines bisschen niedrigere Range. Das ist gut zu wissen. Da oben hat irgendwas Schaden genommen. Irgendwas, was ich wahrscheinlich nicht vorher geupgradet hatte. Das ist der Nachteil, wenn man zu nah oben dran ist. Boom. So, bye bye. Deshalb ist es eigentlich oft nicht ideal, wenn man das so macht wie ich. Eine der Sachen, die ich wirklich ein bisschen vermisse aus dem ersten Ding, sind die Physical Barricades von der Series EV. Der nimmt Schaden, ja. Aber die anderen Barricades von ihr sind auch super. Ich habe schon lange keine Totems mehr gefunden. Das ist sehr, 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 sehr ungünstig. Sehr, 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 sehr ungünstig sogar. Weil das auf Deutsch bedeutet, dass ich bei der nächstbesten Gelegenheit einfach zu wenig, oder dass ich einfach viel zu wenig HP habe für meine Sachen. Für meine Barrikaden, die sind unterlevelt. Die sollten wahrscheinlich inzwischen auf dem Level mindestens 350.000 oder sowas haben. Gut, damit ist der hier auch weg. Die haben gut durchgehalten, gegen was auch immer da gekommen ist an Fliegviechern. Wir haben immer noch keine weiteren, sehr schön. Level 42, wir sind schon fast Max Level. Das ist auch gut, wir müssen nämlich für den finalen Bossfight, der wird auch crazy, ehrlich gesagt. Boah, der wird richtig crazy, wenn ich das genau nehme. Weil ich ja die richtig coolen Boosts und alles nicht hab. Das war nicht der, den hier wollte ich ab. Nicht. Halt. Dann ist es der hier. Okay. Hier die Barrikade mal wieder. Die muss leider etwas höher levelig sein. Die andere Möglichkeit wäre, dass ich die bewege. Dass ich die einen Tick nach hinten ziehe. Dann werde ich... Was habe ich hier noch? Die Sache. Das upgraden und dann noch das hier einmal. Und dann gebe ich hier nochmal eins drauf. Sehr schön. Wenn ich die nämlich jetzt einen Tick weiter nach hinten ziehe, müssen die nämlich in diese Feueraura rein. Und das ist natürlich ein Tick besser. Weil die greifen ja sowieso aus der Reichweite an. Piu, piu, piu. Da hinten wird ein bisschen Schaden gemacht. Boah, wie ärgerlich. Das war beim ersten Mal, habe ich hier verteidigt, dann hat das hier einen Spawn geöffnet. Und das ist richtig toll. Ich hatte, ja, das ist, deshalb muss man da ein bisschen aufpassen. Wir haben ja richtig viel Power hier oben.
Das Gute ist, wir haben... Ah, okay, wir haben hier noch nicht die Sachen gehabt. Splash, danke. Das muss ich mal upgraden. Das ist okay. Wir haben hier langsam richtig große Gegner. Da hinten die Sachen nehmen ein bisschen Schaden. Alles im Rahmen. Ach, wie sehr ich die Series EV Sachen vermisse. Die sind sowas von overpowered. Splash. Wobei auch der Held der Series EV ist, glaube ich, wirklich einer der besten Helden. Ich bin mir nicht sicher, ob der Nerf für den Abyssal Summoner so viel schlechter geworden sind, dass sie nicht mehr unglaublich gut sind, aber früher konnten mit dem allein problemlos die Kampagne durchschaffen. Ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Sehr angenehm. Das hier, Totem, viel, viel, viel besser. Wow. Klick, du bekommst den Shard wieder. Den kann ich, glaube ich, inzwischen immer noch nicht leveln. So, natürlich haben jetzt sämtliche Barrikaden extrem wenig Gesundheit. Aber ich habe, glaube ich, auch gar nicht mal so wahnsinnig viele von denen. Das ist relativ teuer. Das kann ich mir, glaube ich, nicht leisten. 100 ist so ziemlich das Maximum, was ich ausgeben will. Sonst verliere ich zu viele Gesundheitssachen. Und das natürlich auf jeden Fall. Okay. Jetzt ist die Frage, kommt hier was Neues, was Schlimmeres? Nein. Okay. Das ist ein Level 1er, den kann ich problemlos upgraden. Das ist ein Level 1er und jetzt muss ich reparieren. Die zusätzliche Gesundheit hilft natürlich sehr. Das ist auch so eine Sache, wo man auch immer überlegen muss, lohnt sich das jetzt? Darf für extra, einen Tick extra HP aufzugeben, die möglicherweise dann dafür sorgen, dass man die Sachen öfters reparieren muss und die Reparaturen teurer werden. Puh, wir haben da drüben jede Menge unangenehme Gegner. Splash. Okay, da kommen Armored Orcs, aber die sind auch nicht... Die sind eigentlich im Normalfall keine der großen Probleme. Das ist alles okay. Hier oben hat irgendwas Schaden, das ist wieder meine Aura. Vielleicht ist er weit genug hinten, habe ich die noch nicht abgegradet genug. Das ist wieder diese Aura. Die hatte ich schon mal abgegradet, dann werde ich die noch reparieren. Ist mir sonst zu teuer. Ja, wir haben wieder Exploder. Aber auch nicht alle haben es geschafft. Ich freue mich so, dass wir jetzt wieder ein Totem bekommen haben. Das macht schon so einen Unterschied einfach. Das hier. Aber trotzdem, selbst die Auren werden jetzt gelb mit paar 90. Die halten wahrscheinlich noch das restliche Spiel durch. Die restlichen kompletten Waves. Das heißt, ich werde wahrscheinlich von denen keine mehr reparieren im Anschluss. Ist, glaube ich, nicht notwendig. Wow. Splash. Ich glaube, in dem Fall wäre es wahrscheinlich besser gewesen, einen von diesen Phoenix-Dingern abzuschießen, statt zwei von den anderen. Das ist eine Barrikade. Barrikaden dürfen gerne geupgradet werden. Das ist gar kein Problem. Aber die Augen... Ich glaube, da werde ich nichts mehr mitmachen. Was haben wir hier? Naja, wir werden sehen. Das hier als erstes. Wie viel haben die Auren? Ja, 94, 95, das ist ja völlig in Ordnung. 9, 8, 7, vielleicht schaffe ich es noch darüber zu kommen. Das hier abzugraden, das ist nicht das Richtige gewesen, das hier. Okay, wir bekommen wieder richtig viele... Ogre, okay, wir bekommen sogar das Ding.
Ich weiß nicht, ob die meine Augen überrollen oder nicht. Aber wir haben hier zum ersten Mal einen Siege Roller. Siege Roller sind sehr, sehr gefährlich. Die machen unglaublich viel Schaden. Pew. Oh, shit. Und ich brauche Gesundheit. Und so dringend. Der Siege Roller, okay, er grindet gegen die Sachen. Ich brauche mehr Gesundheit, aber ich krieg's ja nicht. Meine Güte. Ja, ich muss mal irgendwo in Deckung gehen. Nicht zu nah an die Crystal Cards, weil der schießt nämlich, der Siege Roller geht bewusst auf mich. Das bitte reparieren. So. Okay, der spawnt kontinuierlich jetzt die Sachen. Das ist ungünstig. Piercing Shot, sehr schön, das geht sehr, sehr gut auf den Siege Roller. Okay, damit hat sich das erledigt. Es sind nur noch eine Handvoll Ogre übrig. Die eigentliche Frage ist, wo der originale Ogre ist. Da hinten. Okay. Puh. Ja, Siege Roller haben einen Schwachpunkt hinten. Das heißt, die muss man mit Abilities von hinten angreifen. Sehr schön, Mythic Chest. Sollte ich natürlich mitnehmen. Gar keine Frage. Gut, das war wieder eine kürzere Episode, aber auch nicht viel weniger stressig. Mythical Item, yes. Not even Scratch, Death versus Mint Condition, Mr. Massacre, ja. Perfekt. Das nächste ist der Temple of the Necrotic. Komm, natürlich haben wir deine eigenen Episode, ist ja klar. Das macht es einfacher, die Episoden zu benennen. Gut, wir fangen wieder an. Was haben wir für Shards? Defense Critical Damage und Concussive Shock. Apropos Concussive Shock. Ist gar nicht schlecht. Ach nö, keine Ahnung. Halt, Moment, das ist was anderes. Ja, davon brauche ich aber auch nur einen, ehrlich gesagt. Gut, was haben wir da? Defense Critical Strike. Da kümmern wir uns drum, sobald wir unsere anderen Sachen ausgerüstet haben. Was macht das? Weniger Hero Crit, dafür mehr Damage, mehr Storm Damage. Ich glaube, das ist besser. Was haben wir hier? Berserker Boots sind nicht interessant. Ranger's Gloves sind ein perfektes Upgrade zu meinen Sachen. Warlock Helm mag ich nicht. Ranger Chest ist super. Okay, zwei Totems. 1041, das dürfte noch höher sein als das hier. Defense Speed ist mir egal. Das darf der dann auch gleich das hier bekommen. Perfekt. Das dürfen weg. Wie viel macht das? 930. Was habe ich im Moment? Ich habe mehr. Gut. Okay, damit haben wir alles durch. Flame Aura, du bekommst diese Sache. Flame Aura sind, glaube ich, auf Crit normalerweise auch zu bauen. Sobald man ein bisschen Critical Strike auch hat. Das kann man mit Ascension Levels später machen. Alles gar kein Problem. Wir haben ein Gator Egg und ein Dragon Egg. Ja, das werden wir wahrscheinlich nach dieser Map werden wir mal wieder zurückkehren und Sachen machen. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß, Silvan, und bye bye.